Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Boah, ist das eine geile Atmo hier. In der letzten Folge haben wir mit Roxas das letzte bisschen an Geld verdient, um ans Meer zu fahren wegen Sommer und weil es heiß ist und so und Brezel. Ist aber ins Wasser gefallen, weil uns so ein Kapuzenträger mit einem Stock beworfen hat und das Geld geklaut hat. Und ja, deswegen meinte Heiner, wir sollten uns am Bahnhof treffen und er wisse irgendwie eine Lösung, wie wir ans Meer kommen. Aber dann haben wir Namine getroffen und die ist in den Wald gerannt und dann sind diese weißen Viecher aufgetaucht und dann sind wir weggerannt und dann sind wir hier gelandet und wir haben jetzt das Schild genommen und haben jetzt ein Schlüsselschwert. Und ich muss mal kurz meinen Wert angucken. Hallo? Auto nachfüllen. Verbraucht man ein Item, wird dasselbe Item automatisch wieder aufgefüllt, wird es am Ende des Kampfes. Wenn ein Item verbraucht wird, wird es am Ende des Kampfes wieder nachgefüllt. Damit das Item automatisch nachgefüllt, das Item wird nach dem Kampf nachgefüllt. Was? Warum wird das jetzt so? Boah. Wir unter Einstellung die Spielfigur für den Designer. Ja. Also wenn ich ein Item reinpacke. Ah, jetzt kann ich Sachen ausrüsten. Geil. Ich habe noch nichts. Da habe ich immer noch Abwehr. Immer noch Abwehr 3. Geil. Warum habe ich jetzt Magiekraft 7? Ach, wegen dem Schlüsselschwert wahrscheinlich, ne? Ja, okay. Okay. Das Ding, also Angriff ist genauso hoch wie der Struggle Knüppel. So, AT, das bedeutet dann, wenn ich einen Potion verbrauche und der Kampf vorbei ist, dann wird er wieder nach, wenn ich einen Potion hätte. Aber ich habe nur einen Potion, deswegen, bla. Wenn ich L1 drücke und X drücke, dann kann ich einen Potion benutzen. Geil, ne? So, weiter. In der letzten Folge habe ich irgendwie gesagt, versuch es jetzt so zügig wie möglich zu schaffen, ohne irgendwie, weil nicht, ohne Hektik hier aufkommen zu lassen. Das bedeutet aber auch, jeder Gegner, der meinen Weg kreuzt, ist fällig. Also so wie im echten Leben, wenn mir jemand meinen Weg läuft, tue ich ihn erstmal zusammenschlagen. Leider Frauen oder Kinder. Natürlich nicht. So. Ja, die Typen kann man so leicht ketten. Einfach keinen Combo-Abschluss machen und immer schön drei klicken. Im Stellungsspiel einsetzen. Da können die eigentlich nichts machen. Bams. Au. Und wir haben den ja. Wir haben Abwehrkraft. Wir brauchen mal Profi. Wutsch. Wutsch. Ja, das sieht natürlich jetzt sehr stumpfsinnig und langweilig aus, aber was soll es. Und hier haben wir noch eine Truhe mit noch ein Potion. Jetzt können wir zwei einsetzen. Gut, wir haben mit Abwehrkraft. Ich glaube, jetzt noch zu bekommen. Eins. Geil. Gut, komm mal her. Wo ist das? Ja, auftaucht. Ich wusste es doch. Woher wusste ich das wohl? Weil ich das Spiel kenne, ja. Na, schade. Genau, Level 1 Run machen können auf Critical, das wäre natürlich heftig. Wohl so unglaublich schwer stelle ich mir eigentlich nicht vor. Wohl doch eigentlich schon. Hallo, na, kann ich von euch noch ein Level abnehmen, ne? Oh man, immer wenn ich denke, oh, mach mir ja gar keinen Schaden. Oh. Au. Wenn wir echt mal nur einen Schaden abziehen. Ja, so. Das ist noch kein Problem. Kommt noch. Wir sind die optionalen Gegner. Och, oh Gott. Aber ich will schon darauf freuen. Den ganzen Post-Endgame-Zeugs. Ich bis jetzt alles nur einmal geschafft habe. Ah, das kommt uns doch auch bekannt vor. Werde ich glaube ich noch oft sagen. Da war erst für eine Sekunde der Kapuzentyp von vorhin. Du bist aber nicht der Schattenborn. Der weiße Born.
Hi. Ich brauche die Ability Analyse, um die APA-Gegner zu sehen. Sonst bin ich irgendwie voll irre. So, ich soll Situationskommando sein, um den mysteriösen Typen hier zu erledigen. Komm her. Wuff, wuff. Wuff, Mann. Oh mein Gott, ich kann nichts machen. Ich habe genug. Ihr wisst schon was gesehen, um zu wissen, wo das hinführt. So, Dreieck. Wuff. Kann ich mich auf einmal bewegen. Ja, Situationskommandos sind eigentlich voll einfach. Man muss halt nicht mal zu einem richtigen Zeitpunkt zu drücken. Ich könnte jetzt eigentlich die ganze Zeit Dreieck drücken und es wird trotzdem irgendwie klappen. Also man hat keine Begrenzung, wann man das drücken muss. Also ich bin ein bisschen schade, Fehler macht das Spiel ganz schön einfach. Dreieck, Mega Nova. Off. Das ist der erste Bosskampf übrigens, ne? Jetzt auf die Fraser. Wie sich gehört. Nochmal. Dann kommt zu attackieren, setze Stellungsspieler ein. Ich kann eigentlich die ganze Zeit drei drücken. Irgendwie Angst zu haben, dass ich halt irgendwie zu früh oder zu spät drücke und ich komme da nicht dran, hallo? Ich komme da nicht dran! Jetzt komme ich dran. Was ist das denn? Lass mal auf. Mach dich mal nicht lustig, der Sack. Wo kommt mir der einfach als der Schatten da? Brauchst du mal 1. Kann er irgendwie nicht. Ist ja noch kein Problem. Aua. Okay. Oh Mann, echt. Oh, ich bin gleich kurz davor zu fighten, wenn er zweit geht. Kann nicht sein. Ich würde eigentlich nicht euch analysieren, aber da kannst du mal aufhören mit diesen Dingen. So. So, ihr hinterlässt doch bestimmt Papier, ja. Ich gehe mal auf den Sicher. War nicht nötig, glaube ich. Ah, echt. Ah, das macht der jetzt schon wieder. Jetzt gehen, jetzt sind die AP cool weg, ich krieg die Krise. Ich habe keine Dings mehr übrigens, ne? Keine Potion. Habe ich davon, dass ich das Schwert nehme, ne? Ja, ich glaube, ich bin das tot. Ich bin tot gleich. Ja, Heilung, Heilung. Gib mir die. Wenn ich dieser eine Angriff werde, ne? Ich kann doch nicht gleichzeitig die Dinger bekämpfen und. Boah. Ungefähr sehr, ey. Ah, jetzt kommt das wieder, sehr gut. Wo war noch so ein kleiner, glaube ich. Lass mal hier rum. Ja, so. So, den Angriff ist jetzt ein Feigen ist. Wir haben schon ein paar mehr Gegner erledigen müssen. In dem Ab und so. Das war nicht notwendig. Noch mehr. Also wie wir mit dem Schlüsselschwert so in den Dingen drin hängen, ne? Ich habe schon immer gewundert, wie die Physik von diesem Ding irgendwie funktioniert.
ob es schneiden kann, ob es schlagen kann. Irgendwie, es kann schneiden und schlagen aus irgendeinem Grund. Noch mehr. Ah, komm schon. Okay. Das war ja alles. So, ich wollte schon sagen, wie viel er aushält. Den Angriff hätten wir vielleicht noch zeigen können. Ich weiß gar nicht mehr, was der da macht, aber schlimmer als dieser eine Angriff kann er nicht sein. Aber wir haben Reflektor und wir haben ein paar RP abbekommen. Bosskampfbonusse. Okay. Erster Bosskampf, ich komme schon ins Schwitzen. Das gibt's nicht. My name is Naminé. Roxas, do you remember your true name? Say no more, Naminé. But if no one tells him, Roxas will... It's best he doesn't know the truth. Hey, you're that pickpocket! Tschüss. Einfach abgelehnt. Nein, bin ich nicht. Ich hab nichts geklaut. Was redest du da? Ich hab's nicht für eine Wagenladung Eis ausgegeben. Sprichst du mir gegen den Kopf? Pose, you know? How's this? That's totally perfect, you know? How about one more, you know? What's that for? Keepsake. Those freaks in the white jumpsuits are gone, you know? Cakewalk. What were those things? Outsiders, that's what. And if they don't wise up to the rules around here, I might have to take disciplinary measures. Oh yeah, Cypher's always looking after the town, you know? Was soll dieses you know? In Deutschland hat er immer mal gesagt. Das ist mal krass und so. Glaube ich. Was gerade wer? Was war nochmal der Satz zum Final Fantasy 8? Hey, no chickening out of the tournament tomorrow. We'll be waiting, you know. You know, also weißt du, hat er glaube ich nicht gesagt im Deutschen. Ich glaube, er hat mal gesagt. Hm, das ist mal sehr ärgerlich. Und so mal, ja. Irgendwie so was, weiß ich nicht. Schon lange her, seit ich Final Fantasy 8 gespielt habe. So, you hung out with Cypher's gang today? No, it's not like that. Oh yeah, how was the beach? Wasn't that today? We didn't go. It wouldn't be the same without you, right? Sorry. Hey, how about we go tomorrow? We could get those pretzels and... I promised I'd be somewhere. Oh. Oh. Das Turnier. Haben wir gerade gehört. You and I have to make the finals. That way, no matter who wins, the four of us split the prize. Okay, you're on. You two are gonna clean up. Go get him. It's a promise. Dann taucht Olette als Überraschungsgegner auf und haut alle weg. Geht davon allein ans Meer. 5 Melonen. I'm out of here. Restoration at 48%. Okay. Das ist doppelt so viel wie beim letzten Mal, glaube ich. Oder war das 28? Keine Ahnung. Ich sehe doch niemanden. Mehr Flashbacks, oder? Nee. No.
Namine hijacked the data herself. Look what she's done now. She's totally beyond my control. Calm down. It doesn't matter. As long as Namine accomplishes her goal, we needn't worry about what befalls Roxas. Ganz schön herzlos. Ach ja, die gibt's eigentlich immer. Mein Gott. Mehr Flashbacks. It's up to me. Only the Keyblade Master can open the secret door and change the world. Well, I'm not gonna betray Sora either. My friends are my power. Mit den Anfangswaffen. So, your heart won this battle. Hey, den kennen wir doch auch. Diese Szene ist extrem verwirrend. Früher gewesen. Wenn man nur die normale Version von Kingdom Hearts hatte. Lead me into everlasting darkness. Sora! Forget it. There's no way you're taking Kairi's heart. Oh, gut, die Szene ist sogar entfernt. Weiß ich gar nicht. Ey, er hat übrigens den Namen von ihr gesagt. Oder dass er zensiert wurde. Kairi. Ja, das hab ich auch. We may never meet again, but we'll never forget each other. No matter where we are, our hearts will bring us together again. Take this. It's my lucky charm. Be sure to bring it back to me. Don't worry, I will. Promise? Don't ever forget. Wherever you go, I'm always with you. Wie stimmen noch alle klingen von denen? So jung. So milchbubig. Ja, schon bald sehen, was ich meine. Naja, diesmal ist kein hübsches Mädchen, das dich beobachtet. Namine ist echt hübsch, finde ich. Blonde Haare, weißes Kleid. Ist auch was, was ich sage. Sie ist, glaube ich, 14 oder 15 Uhr. Was? Ich bin fast doppelt so alt. Also, muss ich aufpassen. Aber ehrlich, stimmt doch, oder? Schnell zum Turnierplatz, sonst kommst du noch zu spät. Wenn du mich nicht aufgehalten hättest, würde ich nicht so spät kommen. Hey, mach die. Hey, beeil dich. Na toll, jetzt habe ich 5 Sekunden verschwendet, um mit dir zu reden. Danke. Tschüss. Das ist, boah. Wahrscheinlich irgendwie den Preisausschreiben gewonnen, dass er in diesem Spiel vorkommen kann als NPC. Um diesen einen Satz zu sagen. Sehr geil, okay. Wir sind hier im Turnier. Ladies and gentlemen, struggle fiends of Twilight Town, it's time for summer's most sizzling clash. That's right, today is the day for the struggle and title match. Who will be the one to break through the ranks and take on our champion Sexer? Cypher! You know? And who will lead today as our new struggle champion? Gainer! Roxas! Cypher! Kommt aus Final Fantasy 6. Der beste Teil von allen. So you know what comes next! Let's struggle! Ich habe schon Unmengen Let's Plays von Kingdom Hearts 2 gesehen. Irgendwie niemand kann Setzer. Oder der Deutsche. Schwarz aus Gold. Struggle their way through the preliminaries. Regular finalist and head of the Twilight Disciplinary Committee, Cypher. Was eine Anspielung auf Final Fantasy 8? Who knew he'd make it so far this year? Aber der auch ein Disziplinarmitglied, irgendwie sowas. Underground favorite and local attitude problem. Hayner! It's his first trip to the finals.
and struggler number 4, who happens to be my absolute favorite customer, Roxas! So, who will win this sweltering summer struggle? Who will take home the grand prize? The summa cum laude of struggle, the 4 crystal trophy! And a chance to take on our defending champion, Setzer! Mir ist gerade aufgefallen, die Trophäe ist auch eine Anspielung an Final Fantasy. Warum fallen mir jetzt so viele Sachen auf? 4 Kristalle. Final Fantasy. Wisst schon, wo auch immer 4 Kristalle vorkommen, in irgendeiner Weise. Warum fallen mir jetzt so viele Sachen hier auf in diesem Spiel? Oh mein Gott, das darf doch nicht wahr sein. So, ich muss mir erst, glaube ich, die Regel erklären lassen, bevor ich weiter kann. Alle Teilnehmer sollten sich unbedingt die Regeln anhören. Ich höre sie mir an, ja. Sonst kann ich, glaube ich, nicht weitermachen. Ihr kennt die Regeln, aber eine kleine Aufstellung kann nicht schaden. Es ist ganz einfach. Jeder von euch hat 100 Kugeln. Greift euren Gegner an, um ihn seine Kugeln wegzunehmen. Mehr müsst ihr nicht machen. Wenn ihr einen Treffer verliert, euer Gegner Kugeln. Umgekehrt werdet ihr getroffen, verliert eure eigenen Kugeln. Also immer schon aufpassen. 30 Kugeln ein, wenn das Match vorbei ist. Hat der gewonnen, der im Besitz der meisten Kugeln ist. Wenn ihr bereit seid, redet mit der Turnierveranstalter. Er wartet im Ring. Okay, so. Hi Setzer, wo ist dein Luftschiff? Bist du hier, um mir vom Champion ein paar Trips auf... Immer am Ende des Parts, ne? Du musst dir die Kugeln einfach schneller als dein Gegner holen. Der Rest ist Glück. Oh, Würfel. Ja. Ja, bringt die Apina als Gegner aus Kugel und eröffnet sich eine große Chance. Ja, ist der Kampf direkt vorbei. Wenn ich alle Kugeln hab. Ich glaube ja, ne? So. Ich würde sagen, das war's dann schon wieder für diese Folge. In der nächsten Folge fangen wir das Struggle-Turnier dann endlich mal und knüppeln irgendwelche Leute hier weg. Guter Plan, finde ich auch. Gut, dann, wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst ein Abo, ein Like, ein Dislike meinetwegen, ein Kommentar und was auch immer. Der Briefbombe, keine Ahnung. Und komm schon. Komm schon. Och man. Nehmen wir. So. In dem Sinne sage ich dann Dankeschön fürs Zuschauen. Und tschüss. Bis zur nächsten Folge.